Es gibt noch drei andere Punkte, die wir ständig fordern und auch nicht aufhören werden, diese zu fordern. Die zwei davon sind einmal die Kommunalwahlen und einmal die doppelte Staatsbürgerschaft. Wir werden als Integrationsrat nicht aufhören, diese zu fordern. Es leben Menschen hier, zum Beispiel meine Wenigkeit, seit 43 Jahren in Nürnberg und darf meinen Oberbürgermeister nicht wählen. Das darf nicht sein. Es sollte oder muss mein gutes Recht sein, auch hier meinen Oberbürgermeister wählen zu dürfen. Natürlich wird es Personen und Menschen geben, die dann sagen, ja, dann wechseln sie halt ihre Staatsbürgerschaft. Aber ich sage aus meiner persönlichen Situation heraus, ich möchte meine Staatsbürgerschaft nicht aufgeben. Warum sollte ich das auch? Ein EU-Bürger genießt hier Vorteile, aber ein Mensch, der aus der Türkei stammt und seit 1978 hier lebt, sich hier schon sesshaft gemacht hat, ein Teil dieser Gesellschaft geworden ist, dieser Mensch darf seinen Oberbürgermeister, mit dem er zusammenarbeitet, nicht wählen. Und da möchten wir, dass diese Ungerechtigkeiten sozusagen beseitigt werden und hier endlich mal Gleichgewicht und Gerechtigkeit aufrechtgehalten wird. Ja, vielleicht auch noch hinzufügen. Du hast ja auch ein Unternehmen gegründet, bist Handwerksmeister, bildest aus, also leistest sehr viel Mehrwert für diese Stadt und darfst nicht wählen. Und dürfte zu denken geben. Ich übrigens auch. Ein wichtiger Punkt, was wir auch in Zukunft anpacken möchten. Sicherlich gibt es viele Institutionen und Einrichtungen, die sich um Menschen kümmern, die mit Sucht zu kämpfen haben. Wenn wir auch sagen, unsere Stadt, es ist alles Gold und es glänzt, das wäre nicht zu 100% zutreffend. Es gibt auch Situationen, wo wir unbedingt diesen Menschen helfen sollten. Der eine Punkt ist für mich wichtig. Wenn ein Jugendlicher hier eine Straftat begeht, dieser Jugendliche oder dieser Mensch wird ausgewiesen in sein Herkunftsland. Hier stellt sich auch die Frage wieder, wenn ein Jugendlicher in der dritten, vierten Generation hier in Deutschland geboren ist, aufgewachsen ist und keine Beziehungen mehr zu seinem Herkunftsland hat, warum wird dieser Mensch in Gänsefüßchen Herkunftsland ausgewiesen? Das darf nicht sein. Aber das erlaubt das Gesetz, was am 17. März 2016 durch die Bundesregierung erlassen wurde. Und da heißt es, Ausländer, die Straftaten üben, werden leichter ausgewiesen. Aber hier muss man auch dieses Gesetz überarbeiten und die Situationen überdenken. Was macht man denn mit den Straftätern, die keinen Migrationshintergrund haben? Jetzt werde ich ein bisschen illusionär und sage, schickt man diese Leute vielleicht ins Weltall? Die werden hier behandelt, die werden hier versucht zu entzüchtigen. Und auch diese Menschen, die Migrationshintergrund haben und in so eine schiefe Lage gerutscht sind, diesen Menschen sollte man auch hier helfen. Es ist keine Lösung, wenn man diesen Menschen sagt, jetzt
geh dahin, wo du herkommst. Dieser Mensch ist hier geboren. Danke. Ja, auch hier liebe Grüße an den Herrn Beckstein. Er hat sich ja in den 90er Jahren mit dem Fall Mehmet monatelang mit diesem Thema beschäftigt. Und wie das ausgegangen ist, kennen wir alle.